Hallo, hier ist Konstanze von koniber.de. Ich möchte euch heute zeigen, wie man eine solche Dreieckbox machen kann. Eine süße kleine Verpackung, die, wie man schon unschwer erkennen kann, nach einer Origami-Falltechnik gemacht ist. Sieht vielleicht ein bisschen komplizierter aus, ist es aber gar nicht. Genutzt habe ich dafür das tolle Designpapier Blütensinfonie aus dem Frühjahr-Sommerkatalog von Stampin' Up. Ihr findet das auf Seite 11 im Katalog. Und da man das hier, ist eine schöne Serie, aber da man das Designpapier hier immer nur sehr schlecht erkennen kann, habe ich gedacht, ich zeige euch das einmal kurz so. Das ist jetzt vielleicht nicht so viel toller, ein bisschen hoffentlich. Hier das tolle Holzpapier, Blätter. Und das Besondere an diesem Papier sind definitiv die Bögen, die aus Vellum gemacht sind. Also ein tolles durchsichtiges Papier mit einem sehr schönen Muster und unter anderem halt auch mit diesen tollen Blüten. Und das habe ich genutzt für meine kleine Verpackung. Ja, und dann zeige ich euch einfach mal, wie es geht. Das ist das Material, was ich mir schon mal bereitgelegt habe. Ein bisschen was vorbereitet. Die Basis sind 18 mal 18 cm. Wie immer findet ihr die Angaben der Maße und auch alles, was ich genutzt habe, auf meinem Blog, den ich bei YouTube auch verlinke, so dass ihr alles, was ich benutzt habe, auch bestellen könnt, dass ihr wisst, was ihr braucht, was ich benutzt habe zumindest. Das heißt ja nicht, dass ihr nicht auch was nutzen könnt, was ihr vielleicht zu Hause habt. Und wie gesagt, die Maße 18 mal 18 cm ist die Basis zunächst. Ich habe dann das Schneidebrett mir dazu genommen. Es ist und bleibt mein Lieblingswerkzeug. Und habe bei 6 cm angelegt. Von allen vier Seiten gefalzt. So dass ihr euer Papier in 9 gleich große Teile unterteilt. Kann man vielleicht so ein bisschen erkennen. 9 gleich große Teile. Jetzt müsst ihr in den Ecken jeweils, in allen vier Ecken, eine Faltlinie ziehen. Von der Kante hier bis zur Ecke nach oben und das auf allen vier Seiten. Ich lege mir dafür das Designpapier oben und unten auf die Linie. Es ist kein Designpapier, es ist Farbkarton, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Ihr könnt das Ganze auch aus Designpapier machen, aber ich habe jetzt Farbkarton genutzt. Legt mir das drauf. Und falls dann, es ist nicht so wild, ich gehe nicht ganz bis in die Ecke, weil manchmal sieht man das nicht so genau. Das ist aber nicht weiter schlimm, denn die Ecke wird sich nachher automatisch ergeben. Und das in allen vier Ecken. Ihr könnt das im unteren Teil jetzt wahrscheinlich nicht ganz so gut erkennen. Aber kein Problem. So dass ich jetzt hier Faltlinien habe in den Ecken. Dann müsst ihr das Schneidebrett einmal kurz beiseite legen und müsst euch einen Punkt markieren. Das könnt ihr jetzt entweder mit so einer Unterlage, wenn ihr die habt, machen. Da habt ihr ja wunderbarerweise auch hier schon die Zentimeterangaben drauf. Oder aber ihr nehmt euch ein Lineal oder Geodreieck und markiert euch oben die Mitte. Also entweder nehmt ihr 9 cm vom Rand oder 3 cm von euren Falzlinien aus jeweils und markiert euch das auf beiden Seiten. Einmal
Das braucht ihr tatsächlich nur an zwei gegenüberliegenden Seiten. Die anderen braucht ihr dabei nicht. Das Ganze wieder zur Seite packen. Und jetzt wird es vielleicht ein bisschen, ja, ein bisschen tricky, aber machbar. Ihr legt jetzt, also ihr braucht jetzt Faltlinien von der Ecke, wo eure Falzlinien hier schon sind, zu der Markierung, die ihr gerade gemacht habt. Das könnt ihr mit dem Falzbrett machen, indem ihr das hier möglichst mittig anlegt. Oder aber ihr markiert es euch erst mit dem Strich und macht das dann mit dem Falzbein und Lineal, wie auch immer es für euch am besten ist. Ich hoffe, ich treffe jetzt, weil das ein bisschen schwieriger ist, auf dem dunklen Papier das hier zu sehen. Ja, man kann natürlich auch keine Linie sehen, wenn man die nicht markierte Seite probiert. Entschuldigung. So, hier ist die Markierung auf der Linie. Hier das Ganze, wo sich die beiden Falzlinien treffen und da auch wieder runtergehen. Es ist auch hier nicht schlimm, wenn ihr nicht genau die Ecke trefft. Lieber ein Stück vorher aufhören, damit ihr nicht zu weit geht. Ihr werdet es nachher sehen, dass das nicht so schlimm ist, weil der Rest der Linie wird sich dann automatisch ergeben. So, das Ganze auch nochmal auf der gegenüberliegenden Seite. Diese ganze Falzerei ist leider nötig, damit ihr eure Basis gleich zusammenfalten könnt. So, ich hoffe, ich habe jetzt einigermaßen getroffen. So, jetzt kann man hoffentlich vielleicht schon erkennen, einmal geteilt die Ecken und hier nochmal so Dreiecke draus. So, nun wird gefaltet. Ihr legt euer Papier hin und faltet zunächst die geraden Linien, die ihr zuerst auch gefaltet habt oder gefalzt habt, rein. Damit das Ganze schön stabil ist, empfehle ich immer noch mal mit dem Falzbein rüber zu gehen. Dadurch werden eure Faltungen ein bisschen, ja, sauberer, deutlicher, kräftiger, wie auch immer. Und jetzt holt ihr die Ecken und dann seht ihr schon, dass jetzt automatisch die Ecke da noch mit hochkommt. Und dann habt ihr nämlich hier eine saubere Ecke, auch wenn ihr nicht bis nach unten das Ganze gefalzt habt. Und das macht ihr in allen vier Ecken. Während ihr hier nach innen gefaltet habt, holt ihr diese Ecken jetzt hoch. Ich hoffe, das ist verständlich. Also das geht ins Tal. Das hier wird praktisch der Berg. Auch hier wieder einmal rumlegen. Mit dem Falzbein nochmal ein bisschen glatt ziehen. Alle vier Ecken. Und die letzte. So, das Ganze sollte dann so aussehen. Und von da aus geht es jetzt weiter an die Falzlinien hier. Auch die holt ihr nach oben, was nicht so schwer ist, weil es kommt schon praktisch freiwillig hoch und kann auch hier dann mit dem Falzbein nochmal nachgezogen werden. Und genauso auf der anderen Seite. Und dann seht ihr auch hier, dass die Ecke automatisch vervollständigt wird. So. Auf der anderen Seite auch nochmal. Ein bisschen reindrücken reicht oft schon. Und die letzte. So. So sieht das Ganze dann aus. Und so legen wir es gleich auch erstmal zur Seite, nur schon mal zum Verständnis. Ihr führt jetzt diese beiden, ja, Dreiecke an den Seiten zusammen
und legt das Ganze dann zickzack zusammen. Es ergibt sich fast von alleine. Und dann seht ihr schon, ta-ta-ta-ta, nicht so schwer. Das wird eure Box. Und die ganze Geschichte müssen wir jetzt natürlich verschließen. Und dafür haben wir noch mal ein zweites Stück Farbkarton. Das ist jetzt nicht einfach 6x6, weil, wie ihr seht, ist das Ganze recht dick hier oben, so dass das Stück, was wir jetzt haben, 6x12,5 ist. Und das falze ich mir dann von jeder Seite bei 6 cm, so dass ihr noch einen halben Zentimeter ungefähr in der Mitte habt. Und das ist der Teil, der dann nachher über unsere ganzen Lagen hier rüber geht an der Stelle. Das Ganze könnt ihr dann dekorieren. Ich habe das, wie gesagt, mit dem durchsichtigen Papier aus der Blütensinfonie gemacht. Und damit das ein bisschen besser zur Geltung kommt, unterlege ich das Ganze noch weiß, damit das schön leuchtet. So wäre es ein bisschen abgeschwächter, aber ich wollte, dass das tolle Papier richtig zum Vorschein kommt. Und da das Vellum ist und man zu viel Kleber sehr durchsehen würde, mache ich es immer so, dass der meiste Kleber unter meinem Label ist, weil da stört es nicht. Und mach oben dann nur ganz, ganz wenig Kleber dahin, sodass das nachher gar nicht mehr groß auffällt. So, ich nehme mir dann meine Labelstanze, stanze meinen kleinen Gruß aus. Der kommt aus dem Stempelset Klitzekleine Grüße. Stanze das aus. Und ich möchte aber das Ganze so wie ein Fähnchen haben. Das heißt, ich nehme es einfach nochmal und stanze an den Seiten hier nochmal kleine Salmis aus. Zack. Und dann habe ich ein Salmi. Da kommt jetzt Kleber drauf. Und dann platziere ich das da schon mal, wo ich es hinhaben will. Und jetzt kann ich nämlich wunderschön an der Rückseite sehen, wo ich ein bisschen mehr Kleber machen kann. Und mache hier oben nur so ganz, ganz wenig hin. Also das ist mir schon fast zu viel. Dann nehmen wir es ein bisschen ab. Der Multifunktionskleber klebt super, auch in kleinen Mengen, sodass, wenn ich da jetzt ein bisschen weniger drauf habe, das trotzdem immer noch gut hält. Und wie ihr sehen werdet, sieht man ihn aber nicht durch. Das heißt, das Ganze hält, ist aber nicht sichtbar. Ein bisschen Kleber auf meinen Schmetterling. Den setzen wir hier noch mit drauf, als kleinen Hingucker. So, nun nehme ich mir meine Verpackung und klebe das Ganze hinten drauf. Mein Verschluss, wie auch immer. Und ich kann vorne schon mal das drauf machen. Ich mir jetzt keine Gedanken groß um den Kleber machen.
So. Dann klebt ihr die Rückseite hier drauf. Kann man dann auch, da das hier vorne ja alles sich flach legt, wirklich gut festkleben. So, ups, mach ich so einmal zusammen. So wird das Ganze dann sein. Und dann braucht ihr natürlich jetzt noch hier einen Verschluss. Ich persönlich mag diese Klettverschlüsse. Viele mögen auch Magnete. Das ist letztendlich euch überlassen. Bereite mir das immer so vor, dass ich die schon praktisch festmache. So, dass ich die bereit habe. Schiebe mir das so weit zusammen und mache den Klebepunkt, der das Ganze festhält, auf eine Seite und drückt das Ganze dann einfach zu. Voilà, und fertig ist die kleine Box. Einfach gemacht, wie gesagt, sieht komplizierter aus, als es ist. Ein bisschen falzen, ein bisschen falten, dekorieren, fertig. Ein netter Hingucker. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Hoffe, dass mein Video euch gefallen hat. Wenn dem so ist, dann hinterlasst mir gerne einen Daumen nach oben. Und ich würde mich natürlich auch immer freuen, wenn ihr meinen Kanal abonniert, um keines meiner Videos zu verpassen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!